Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Let's Play Fallout New Vegas vom VMP Clan. Mittlerweile Folge 164, man mag es kaum glauben. Und wir müssen immer noch den Schaltkasten hier suchen. Vielleicht ist er drin im Radio. Na. Aber eigentlich müsste das ja nicht weiter piepen, weil das ist ja so eine Art Pausenmenü, oder? Ja. Wenn wir hier im Dingens sind. Da können wir ja dieses Verhalten einstellen. Ja, das, ich weiß ja nicht, wo er gerade rumturnt. Ich bin ja schon weg. So. Jetzt gucken wir nochmal. Na, sag mal. Jetzt gucken wir nochmal an, was das hier sagt. Aha, aha, aha. Ja, ich habe auf jeden Fall alles gelesen. So, gut, schlecht. Ah, möge es doch aufhören. Eieiei, Halleluja. Ich mach mal ein Quick Save. Warte, es piepst gerade wieder. Hä? Jetzt. Ah, hier, das ist wahrscheinlich der einzige Save Point. Ich versuche jetzt mal schnell durchzurennen irgendwie. So, und jetzt gucke ich nochmal, was hier drin ist. Ja, das Klemmbrett hätte man nämlich sonst liegen lassen. Ich weiß gerade nicht, ob wir hier schon mal waren oder noch nicht. Nee, dann hätte ich bestimmt die Chips mitgenommen. Eben. So viel Intelligenz mag man dir sogar zutrauen. Mach mal Quick Save. Den Autodog? Was? Nee, hier dieses Roboter-Ding. So bestimmt. Kann man das bedienen? Ja, schnell. Alle verkrüppelten Körperteile heilen. Während mein Halsband piepst. Lass mich frei. Ha! Oh. Eieiei. Das war knapp. Quick Save. Boah, also hoch. Tja, schade. Die waren wahrscheinlich nicht. Na super, hat sich erwartet. Warte mal, liegt bei den Leichen vielleicht was? Es sieht jetzt. Oh, hoppla, sorry. Es sieht jetzt nicht so aus, als. Okay, dann kann ja sein, dass immer gleich ein Schlüssel daneben liegt. Kann ich auch nicht anpacken. Ach, sieht schon aus, als wären hier einige dran gescheitert. Ja, vielleicht war das auch so eine Gruppe mit Halsband. Ah, da oben, da ist das Radio. Oh, auf dem Schrank. Geh erstmal zurück. So, geh nochmal hin. Some sort of weapon. Haben wir denn nichts weiter dabei? Doch, hier. Die Laserpistole, so links auf dem Schrank. Da. In your face. So. So, das hilft uns jetzt allerdings nur sehr begrenzt weiter, denn da kommen wir nicht durch. Also müssen wir wahrscheinlich hier wieder zurück. Also es war das Radio, was auch das Piepsen in den anderen Raum ausgelöst hat. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, vielleicht kannst du den woanders hinschicken, obwohl der tut uns ja nichts. Ich gehe hinten lang. Ich weiß gar nicht, ob ich von hier gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt schon waren und wo nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Ich glaube, von hier draußen komme ich. Safe entriegeln? Haben wir das haben bestimmt schon gemacht, oder? Da wäre ich mir jetzt nicht mal so sicher. Ja, doch. Aber zumindest geknackt scheinst du schon zu haben. Ja, von hier draußen bin ich gekommen. Hier brauchst du nicht zurück. Okay. Also glaube ich zumindest. Ja, nee, an das kann ich mich auch erinnern. Das wüsste ich. Also das. Vielleicht müssen wir dort rein, wo diese eine Einheit stand. Ja, wir gucken jetzt einfach mal auf die Karte. Also müssen wir dahinter. Ja, da müssen wir da rein. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal, was es hier so gibt. Vielleicht haben wir da ja noch was gar Brauchbares. Wie zum Beispiel einen leeren Schreibtisch. Ah, Sicherheitschefassistent. Der hat eine Sonnenbrille, das ist gut zu wissen. Sicherheitsbüro-Terminal. Oh, gut, hier kannst du auch nichts groß machen. Gut, oder auch nicht. Chips, immerhin was. Immerhin was, ja. Ach nee, Quatsch, da wollte ich lang. Hä? Hier ist noch ein Räumchen. Waren wir noch gar nicht drin? Nee, nee. Kannst du mal über Quicksave machen, bevor uns hier so eine Einheit erwischt? Das ist eine gar formidable Idee, lieber Robert. Das nehmen wir alles mit. Das wird uns bestimmt nochmal nützlich sein. Hm, aber sonderlich. Ist das Wodka? Das Verkaufsautomat. Den Code kann man immer brauchen, würde ich sagen. So, mal sehen, da kommen wir genauso wenig durch. Das war erwartungsgemäß. Das ist schon latent nervig, ja. Man könnte warte mal, geh nochmal zurück. Umdrehen. Jetzt guck mal links nach oben. Schieß das mal weg. Das sind diese Dinger, die diese Hologramme projizieren. Ah. Das und wenn ist wir ja die eliminieren, das,
Dann sind die auch weg. Das hat man nämlich schon mal an einer Stelle. Jetzt ist er weg, ja? Ja, ich sterbe. Ich glaube, hier raus bin ich das letzte Mal am Ende gegangen. Mhm. Und da ist mir dasselbe passiert. Super, danke für die Warnung. Ja, das ist mir gerade erst aufgefallen. Ich habe mir überlegt, ob man sich vielleicht ein Makro schreiben, also ein Makro auf die Tastatur legen kann, was automatisch irgendwie alle 60 Sekunden F5 drückt. Ja, schnell. Müsste man so, jetzt gucken wir mal, ob du das eine Ding weggeschossen hast. Wessen hier war's Ding? Nicht. Hier links, ne? Nee, habe ich noch nicht. Mach gleich mal F5. Ha. Ich dachte, wir das irgendwann mal vergessen. Ich habe so das Gefühl, wir werden noch oft sterben. Versuche jetzt mal hier durch zu rennen. Ich glaube, hier gab es keinen so richtigen Punkt, wo du sicher warst. Nee, nicht hier runter. Hier waren wir aber schon. Hier bin ich sicher. Oder waren wir hier schon? Ich weiß es doch nicht. Na, guck mal, wo uns die Quest. Nee, hier ist der Eingang. Ha. Naja. Ja, genau, hier bin ich, glaube ich, gestartet. Versuch wert. Also, wir müssen irgendwie jetzt dahinter. Da könnte man ja auch einfach hochgehen. Nee, da bin ich nicht hier gestartet. Dort hinten so ein Terminal. Das ist so ein Sicherheitsfreak, aber der sieht uns nicht. Ich dann glaube, dass wir einfach hier rein müssen, oder? Nee. Nicht so ganz, aber vielleicht gehe ich hier trotzdem erstmal rein, weil der Sicherheitstyp sich da rumgedrückt hat. So, wer macht Bock auf eine Runde Blackjack? Dort hinten ist so ein Verkaufsautomat. Vielleicht können wir da wieder ein paar Chips gegen ein paar Stimpaks. Was? Wo? Da. Ah. Auf Vorsicht, der Typ. Wir müssen noch den Sender für den finden, vielleicht. Ich weiß nicht, da waren noch ein paar mehr, das kann auch jetzt noch später sein. Huh? Da ist er weg. Nein. Nee. Ist aber auch hartnäckig, dann nehme ich halt erstmal ein Schlückchen Bier. Ach, so ein Schlückchen Bier hat noch keinen geschadet. Nee. Naja, das jetzt möchte ich so jetzt auch mal nicht sagen. Also sag mal, dann gehe ich halt jetzt erstmal. Ich glaube, der ist mit dem Rücken zu dir. Das ist immer so schwer zu sagen, weil die so blöd durchsichtig sind. Ja. Was geht's hier? Gar nichts. Dann geh nochmal hoch, vielleicht siehst du von oben irgendwie diese Dinger. Diese Projektionsdinger, musst du aufpassen, die sehen dich. Da, da sieht dich. Halleluja! Drei sind's. Drei Stück. Ja, hat man ja nie seine Ruhe. Kann man bestimmt auch umlenken, oder? Also ja, glaub, die Frage ist, mit welchem Terminal man die wohin lenkt. Töten kann man die nicht. Ich glaube, genau. Da hinten war doch ein Terminal. Ich geh jetzt nochmal zurück. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da hinten links ein Terminal war, wo man die umstellen konnte. Was ist das für eine? Achso. Hier irgendwie, genau das hier. Da können wir die nämlich, glaube ich, Personalbüro-Patrouille, Sicherheitstür. Bartürwache. Tja, ich habe jetzt einfach mal Sicherheitsbüro P gemacht. Wir werden sehen, wo sie rauskommen. Hier oben können sie ja nicht mal rauskommen. Ich habe jetzt Personalbüro-Dings gemacht. Du hast ne? Bedes gemacht. Ach so. Hoppala. Fauxpas. Naja, mal gucken, was jetzt passiert. Mehr als erwischen können sie uns ja nicht. Nee, das stimmt allerdings. Ja, ich weiß. Ach, das ist der Lautsprecher. Der ging noch nicht kaputt. Ja, das fiel mir auch gerade wieder ein. Nur die Radios kriegen wir kaputt. Ich geh jetzt trotzdem mal schnell an dieses Dings hier. Oh, das ist super, hat sich ja wahnsinnig gelohnt. Ich glaube, das hatten wir schon vorhin. Gut. Ach, diese Projektoren, die siehst du auch nicht von hier oben. Nee, ja. Es ist. Die vermutlich hängen die irgendwie in der Mitte oder so. Der unten, der sieht dich auch gleich. Er möge sich doch mal beruhigen. Zumindest an dieses Verkaufsautomaten-Ding kannst du so, dir mal gehen. So, was können wir denn? Ne, tu mal hier ein paar Stimpaks. Ich denke, die helfen uns am meisten. Das ist wahrscheinlich wahr. Da können wir allerhand bauen. 5. Ja, ist auf jeden Fall eine Zahl, also mach mal F5. Das gibt's doch gar nicht. Wie umgeht man die denn? Diese blöden Versuch Dinger. Versuch mal von oben und jetzt dort hinten so runter zu springen vielleicht. Was, du stehst doch super. Blinken tun sie ja deswegen. Da oben ist so ein Ding. Irgendeins hatte ich gesehen. Ja. Aber zumindest ist der dort weg. Aber wir sind noch nicht. Hat uns noch nicht entdeckt. Der sucht uns nur. Die Frage ist bloß, wenn er uns gefunden hat, dann ist die Kacke am Dampfen. Guck mal. Versteckt. Jetzt ist er wieder. Wenn er gelb wird, dann haben wir wieder Zeit. Jetzt blau ist er blau.
Das heißt, müssten wir mal irgendwie hochkommen. Vielleicht finden wir dann noch eins. Jetzt können wir ja dort vorne runter springen, wo du vor uns oben warst. Ich versuche eher gerade. Was passiert, wenn ich hier einfach durchrenne? Ich finde da nicht gut. Sehe ich aus, als würde mich das interessieren, was er gut findet. Du hast ihn behandelt. Ja. Hab ich. Ach ja, musst mal hin. Ja, natürlich. So, Quick Save. So, was ist jetzt meine neue. Achso, da kommt gerade was. Das hast du jetzt weggedrückt. Diese verfluchten Aufnahmen. Tote Echos, die die Frequenzen überlagern. Das Sicherheitssystem des Casinos wird heruntergefahren. Die Automaten und Spielprogramme starten. Womöglich kann man noch ein Schnäppchen machen. Vielleicht findest du ohne die Sicherheit was Brauchbares. Geh zurück ins Foyer, wenn du dich umgesehen hast. Und wir kümmern uns um deine Freunde. Also, was geht mit dem? Ich hab jetzt. Der hat gesagt, das Sicherheitsding ist aus. Ne, das ist ja so ein das heißt, Verkäufer dort. Wir dürfen uns jetzt frei. Ich hab jetzt Bock, eine Runde Blackjack zu kloppen. Was geht ab? Das ist ja gar nicht Blackjack. Das ist. Verlassen. Ja, so, wo kann ich mir Geld auf den Kopf hauen? Wir haben ja keins, wir haben ja alles für Stimpaks verbraten. Mal sehen, ob jetzt auch der Lautsprecher. Ne, da ist noch an. Ich mache eine eigene Casino-Party mit Nutten und Bier. Woohoo! So, naja, sei es drum, wo müssen wir denn hin? Dreh dich mal um. Dort hinten ging es raus zur Lobby. Ah ja, da treffen wir uns dann wahrscheinlich mit unseren Buddies wieder. Ich weiß nicht, ob die uns noch so gut gesonnen sind. Warum? Was haben wir denn gemacht? Weiß ich nicht, die alle hier reingebracht. Ist doch gut, oder? Dann kommen sie wieder weg. Das Casino ja. Ist aufgewacht. Es beobachtet uns. Nee. Sehr gut. Was ist mit deinem Team los? Sind scheinbar auf andere Etagen verteilt worden. Interessant. Vielleicht ist deshalb... womöglich erkennt das Casino bestimmte Gäste. Oder Gäste mit ähnlicher Stimme. Ähnliche Aussehen. Ach, schnaufen. Und teilt sie ihren Etagen zu. Wir werden sehen. Ich hatte gehofft, dass mit dem Strom auch die Systeme wieder voll arbeiten würden. Insbesondere das Tonarchiv. Aber nein. Die Halsbinder deines Teams stören die Systeme. Das liegt an den darin verbauten Filtern gegen weißes Rauschen. Sie blockieren die Casino-Lautsprecher, die Musik. Du musst jedes Halsband neu anpassen. Oder zerstören. Dazu musst du sehr nah ran und das Signal zurücksetzen. Oder sie gehen hoch. Es ist deine Entscheidung. Was ich tun würde, hab ich nie gefragt. Sie den Löffel abgeben lassen. Sie sind keine Hilfe. Schließlich kannst du sie jetzt gefahrlos töten, solange es schnell geht. Die Halsbänder funktionieren im Sierra Madre nicht. Jedenfalls nicht zwischen den Stockwerken. Sonst würde ich sie aktivieren. Die Sache beenden. Also finde und kümmere dich um sie. Nur schnell muss es gehen. Und du musst die Etage danach wieder verlassen. Die Stockwerke. Was immer hier verbaut wurde, überlagert die Frequenz der Halsbänder. Wenn du sie getötet hast, bleibt dir etwas Zeit zur Flucht. Kann dir aber nicht sagen, wie viel. Könnte schwanken. Mal mehr. Super. Mal weniger. Na, ist ja auch egal. Unser Ziel ist der Keller. Dazu müssen wir erst ganz rauf und dann ganz runter. Aber zunächst kümmern wir uns um dein Team auf den anderen Etagen. Das ist ein bisschen aggressiv geworden, der Papa. Guck mal, wo wir hin müssen. Ich habe ja ehrlich gesagt keine Lust, die zu töten. Also bei Doc und Gott, der ist zwar ein bisschen verrückt, aber das Einzige, den ich umlegen würde, wäre vielleicht dieser komische Ghoul. Aber du kannst dich auch erstmal umgucken, wenn du magst. Nö, das kannst du. Oder doch. Lang hier kämen. Wenn dieser Ghoul noch am halt die Bang. Ändere das. Oder krieg ihn sonst wie klein. Ich würde ja lieber meine mein Team behalten und den irgendwie dann umlegen am Ende. Ja, vielleicht können wir ja mit denen dann irgendwie reden. Ha. Oh, wir dürfen hacken. Du bist dran. Cutters. Darunter. Oh, wir sind immer besser geworden. Jetzt such mal Klammern. Erstaunlich. Als wenn da keiner ist.
Ah, falsch gemacht, oder? Nee, nee, von wenn auf wenn es geschließender sind, ging das nicht. Achso, wir haben schon Erlaubnis. Ja, dann, wo hat man 3 von 7? Bei Suggest. Na dann. Closest? Hätte ich jetzt auch gedacht. Natürlich hätte ich das gedacht. Ja, wir sind super. So, was können wir jetzt hier machen? Admin-Anmeldung. Liste der Shows, Leistungsprotokolle, Sierra Madres, Sicherheitscode, den nehmen wir uns mal. Saints wollen wir nicht. Gut, danke, läuft. Ich hab was ich wollte. Ne, bitte, bitte, bitte. Wow. Ach, nee, hä? Da hinten? Nee, nee, das war so eine Lampe hier. Was? Glaube ich. Nee. Wo denn? Das klingt wie Radio. Ja, ja, aber wo? Hui, war das knapp. Ich glaube, das steht da oben irgendwo. Das war jedenfalls nicht das. Ist das da? Oh, kannst du mal bitte aufhören? Ich mache jetzt erstmal einen auf Pole Dance. Du hast so gerade eine Quest-Aktualisierung bekommen. Guck dir die mal an. Ja. Zu Befehl, mein Meister. Wir müssen... holen Sie den Notausgangsschlüssel aus der... Aha. Was suchen Sie nach dem Backstage-Schlüssel? Dann machen wir das erstmal, würde ich behaupten. Der ist logischerweise... Gleich hier irgendwo. Bestimmt auf irgendeinen... Ah, ich hab den siebten Sinn dafür. Das Notebuch, ah! Sie sind also doch da. Hab gleich gespürt, wie das Halsband wieder aktiv wurde, als die Türen des Aufzugs aufgerattert sind. Sie meinen, Sie können mir hier im Sierra Madre die Show stehlen? Glaub ich nicht. Jetzt, wo ich drin bin... Tja. Ach so, na, das macht die Sache natürlich einfacher. Ich würde versuchen, den gut zuzureden. Ich war schon fast auf dem Dach, durch den Versorgungstunnel und wollte direkt zum Tor laufen, als plötzlich die Lichtshow losging. Noch bevor Vera ihre Gala-Ansprache beenden konnte. Die Musik auf den Straßen und die Lichter am Himmel zogen Geistermenschen an. Viele. Aber das war ihr Problem. Das vordere Tor war auf und sie wollte ich nicht als erstes durchgehen lassen. Ich gehe rein... Blitz? Und ich bin hier. Muss Sinclairs Sicherheit gewesen sein. Er hatte immer was gegen Bedrohungen im Casino. Dafür gab es das Sicherheitssystem. Ich hingegen, ich bin hier Gast, also kriege ich immer... Ja, der redet mir zu viel und deswegen beenden wir die Folge jetzt erstmal an der Stelle. Sagen Tschüss, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich glaube, dass der DLC vielleicht jetzt doch noch ein bisschen an Fahrt gewinnen könnte. Wenn wir jetzt unsere Begleiter eventuell ausschalten müssen oder nicht. Naja, das entscheiden wir alles in den nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.